Hey Leute, und willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. In meinem letzten Video habe ich euch ja nach Vorschlägen gefragt und ich habe einen Vorschlag gekriegt, den ich jetzt schon häufiger in den Kommentaren gesehen habe. Und zwar, soll ich mal mit einem Stufe 2 Zauberaffen versuchen, von Runde 1 bis 100 zu kommen? Ich dachte mir erst, ey, das ist Schwachsinn, das geht nicht. Und ich habe es jetzt aber wirklich von den einen User häufiger gelesen, gestern nochmal Top-Comment. Und ich dachte mir jetzt, okay, geschenkt. Lass es uns einfach mal versuchen, mit einem Stufe 2 Zauberaffen von Runde 1 bis 100 spielen. Das heißt, wir werden ihn raushauen, das heißt, wir werden ihn jeden Boost im gesamten Spiel geben. Und die Person hat gesagt, es funktioniert, also finden wir es raus. Ich glaube da nicht dran, ich bin Hater, bin kein Believer. Aber gut, dann hauen wir auch eine Geldkiste mal raus. Ich habe anscheinend eine, Dankeschön. Skillen wir mal. Ich skill ihn schon mal, fertig geskillt. Ich darf ihn nicht weiter skillen. Er hat gesagt, er hat ihn 2 und unten 1 geskillt. Wir sind jetzt schon durch mit den Skillungen. Ich glaube nicht dran, aber gut. Egal, komm. Was soll schon passieren? Schlimmstenfalls klappt es halt nicht. Und wir hätten dann was Interessantes versucht. Ich denke, das Feuer wird halt recht stark sein, wenn das ganz viele Boosts hat. Ich weiß es nicht, aber der Affe soll das hinkriegen. Wir versuchen es mal. Ist auf jeden Fall eine verrückte Idee. Ist ja gar nicht verkehrt. Kann man mal versuchen. Und ich habe es ja, meine ich, mal mit einem Feueraffe auf Stufe 4 gemacht. Dagegen das. Aber auf Stufe 2? Wäre für mich Neuland. Der Superaffe kriegt auf Stufe 2 bestimmt hin, ne? Ja gut. Hier haben wir übrigens auch den Hinweis, da meine Facecam immer wieder rumspackt, habe ich wieder ein bisschen was versucht, aber es liegt nicht an der Kamera. Die Kamera an sich fällt euch ja bestimmt auch auf. Die hat eigentlich in der Regel gutes Bild, nur manchmal wird es einfach super krisselig ohne Grund. Ich habe da bei OBS schon so viel umgestellt, ich habe schon bei der Kamera an sich so viel umgestellt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte vorher eine Kamera, die war auch von Logitech. Die war aber günstiger, schlechter so gesehen. Und da hatte ich nie Probleme. Da hatte ich Probleme mit der Hardware, dass irgendwann das Kabel kaputt gegangen ist. Aber es ist frustrierend. Es ist tatsächlich frustrierend, dass es so oft kacke ist. Ich weiß, Leute. Ich weiß, mich nervt's auch. So, die Reichweite ist jetzt nochmal besser. Und immer noch die hinterste Reihe. Warum will der nicht mal eine andere Reihe wählen? Ich bin mal stärkst und verändert das irgendwas? Nee. Er hat anscheinend keine Lust auf die oberste Reihe oder mittlere Reihe. Kann ich verstehen. Oh, ich muss ihm auch noch die Fähigkeit geben, magieresistente Ballons anzugreifen. Noch ein bisschen Sturm. So. Stimmt. So, jetzt. Okay. Gut, das ist kein Problem, dass wir Leben verloren haben, weil wir können einfach noch einen Marktplatz machen und Marktplätze generieren ja Leben. Okay, dann hauen wir ihn schon mal raus. Da unten, zack. Ich glaube, ich fühle mich erst... Wobei, das Feuer killt hier alles. Vielleicht mache ich mir umsonst Sorge, weil das Feuer ist ja wirklich, das ist konstant da. Das macht guten Schaden und er greift nicht an. Okay, ich dachte, er hat angegriffen. Ich muss dem Feuer einfach mehr vertrauen. Ich bin halt nur verwundert, warum das Feuer nicht in der mittleren Reihe ist. Weil da sind ja auch schon Gegner, in der Reihe darüber. So, letzte Reihe ist auch okay, aber es fühlt sich nach einer Schwächung an. Und ganz ehrlich, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht ein Bug ist, ich mache den nochmal neu. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht die Reihe da drüber angreifen kann. Nach der Runde verkaufe ich die, mache den nochmal neu. Dann können wir uns 11.000 Schaden denken, die er so gemacht hat. Aber, weil das verstehe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Mach nochmal weg. Nochmal neu. Zack, zack, zack. Nee, es ist immer die letzte Reihe. Ich begreife es nicht. Ich begreife es einfach nicht. Bin ich zu doof für. Okay. Runde geschafft. Runde 40 ist schon mal gut. Und jetzt kommen dann die spannenderen Runden langsam. So. Ich habe übrigens eine Idee gekriegt. Und zwar beschwere ich mich jetzt seit einigen Tagen, dass wir noch nichts vom Update gehört haben. Seit 2 Monaten wissen wir nichts über das nächste Update. Seit 2 Monaten hatten wir kein Update. Und ich habe mal ein bisschen überlegt und tatsächlich, mir ist ein Grund eingefallen, warum das so sein könnte. Denn wir wissen ja, dieses Jahr kommt ein neues Bloons-Spiel raus. Dieses Jahr kommt Bloons Tower Defense Battle 2 raus. Und das Jahr, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen rum. So, das hat noch 3 Monate. 4, 3, also 3,5. Und es könnte ja sein, dass die jetzt warten mit irgendeiner Ankündigung. Und dann beim nächsten Mal wird ein Update zu Bloons Tower Defense 6 rausgehauen. Und außerdem wird Bloons Tower Defense Battle 2 rausgehauen. Das heißt, mit dem nächsten Update kriegen wir vielleicht ein ganz neues Spiel. Das wäre ziemlich fett. Das würde ich ziemlich feiern. Und das ist so meine Erklärung, warum jetzt nichts kommt. Die sparen sich das auf für ein fettes Update dann. Um nochmal hier Bloons Tower Defense 6 richtig rauszuballern, Content und nochmal neues Spiel.
ich sehe keine anderen Möglichkeiten, warum es sonst Sinn macht. Weil normalerweise haben wir jeden Monat ein Update gekriegt, jetzt sind wir 2 Monate ohne Update. Und es muss ja einen Grund geben. Und ich glaube, das ist der Grund. Ich bin besorgt, dass alles soweit kommt, aber das Feuer macht am Ende immer noch genug Schaden, um Dinge zu killen. Weil ich glaube, wir brauchen die Slow Motion, um den kaputt zu kriegen. So. Okay. Seht ihr, da ist ganz viel durchgekommen und der Alchemist hat mit angegriffen. Wie soll der denn was Krasses schaffen? Der schafft doch nichts. Wenn er das Feuer in der oberen Reihe beschwören würde, vielleicht, aber er macht's ja nicht. Ich habe ihn auch nochmal neu platziert, also... Ich weiß nicht, was ich da anders machen soll. Das ist... Wieder, er wäre wieder Game Over. Es ist einfach nicht solide genug, Leute. So, hilft das? Nicht so richtig. Ich mache jetzt mal Heimatverteidigung, dann hält der Boost noch länger. Ich mache nochmal Slow Motion. So. Und ich hole mir kurz einmal hier den Sturm. Doppelt. Und ich gebe ihm nochmal hier kurz ja auch noch einen Boost. Also nochmal schnell. Aber das kann doch nicht Sinn der Challenge sein, Anführungsstriche. Challenge. Dass ich ihn halt 2 Milliarden Boost geben muss, damit er es vielleicht hinkriegt. Er schafft es nicht mal jetzt mit 1000 Boost. Da ist ein bisschen was durchgekommen. Slow Motion nochmal. So. Heimatverteidigung. Na gut, mit 1000 Boosts und Heimatverteidigung und Boosts, die man sich für Geld kaufen kann, kriegt der ein bisschen was hin. Okay. Ich mach nochmal hier so. Nochmal Blumensabotage und nochmals den Waffen. Ich bin überlegen, ob überhaupt ein Zom kaputt kriegt. Ohne den Gottboost. Ja, Moment. Verkaufen, verkaufen. So. Jetzt nochmal für 50.000 mindestens. Keine Reichweite. Boom. Aber vielleicht jetzt mit dem Gottboost, wenn er gleich hittet, Gottboost hittet. Trotzdem Feuer nur in der ersten Reihe, wo auch sonst hin. Und zu der Motion weiter rausfahren, okay. Vielleicht ist er jetzt ja stärker mit dem Gottboost. Gottboost, übertakten, plus zum Waffen, vielleicht reicht das jetzt. Ich kann nicht mehr raushauen, so, das ist alles, was ich raushauen kann. Ich hau mal nach oben raus. Weil der kriegt ja, wenn er Level 12 ist oder so, Moment. Ich kaufe mir das mal kurz. So. Geldverschwendung. Aber wenn er Level 11 ist, dann kann der ja Zauberaffen nochmal boosten. Und auch wenn er jetzt letzte Reihe angreifen kann, ist mir egal. So, er hat jetzt hier den Boost. Und die Reichweite ist nochmal besser. Du hast mich ein bisschen, ehrlich gesagt, bin überlegen, ihn nochmal wegzumachen und einen weiter hinten zu platzieren. Aber ich habe jetzt gerade Geld für ihn ausgegeben mit dem Level, ne? Wir gucken mal, wie es läuft. Wir gucken erstmal, wie es läuft, bevor wir irgendwas machen. Weil den Zom haben wir jetzt hier gerade weggelasert. Festhalten können, wenn der Zauberaffe Arten des Drachen hätte, würde er wahrscheinlich wirklich solo alles kaputt kriegen. Ganz ehrlich, also, jetzt kriegt er es vielleicht auch hin, aber was heißt solo? Owen wird natürlich 1-2 Hits mit abgeben, der hat schon 400 Schaden gemacht. Und auch der Bett, wenn der letzte Reihe kommt, der wird doch vom Superaffen angegriffen, der ist doch so fett. Und die stärkere Stufe kann ich nicht machen, Großsabotur, weil dann macht er wirklich Schaden am Warp und das wollen wir ja nicht. Der macht sogar teilweise ein bisschen viel Schaden am Warp. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur, dass er Schaden macht. Owen macht halt 3000 so ein bisschen nebenbei. Das kann ich gerade nicht vereiteln. Aber zumindest wollen wir den Schaden klein halten. Ja. Weggekokelt. Owen hat ein bisschen angegriffen. 10.000 Schaden, macht aber nichts. Der Super hat gerade angegriffen. Bin ich kein Fan von. Und ja, das Feuer kann natürlich auch die zweite Reihe angreifen. Aber stellt euch mal vor, was das Feuer machen würde, wenn das in der mittleren Reihe stehen würde. Das wird doch viel früher schon angreifen. Das wäre doch viel krasser. Deswegen, auch wenn er die zweite Reihe damit treffen kann, es wäre halt cooler, wenn er auch die oberste Reihe angreifen würde damit. Weil die Reichweite hat er dafür. Locker. Okay, ich denke, viel geht in der dritten Reihe erst kaputt. Das heißt, der Superaffe wird 2-3 Schüsse abgeben. Owen wird 2-3 Schüsse, ja, oder ein bisschen mehr als 2-3 Schüsse abgeben. Ich hau weiter in Slow Motion alles raus und es verbrennt alles, es verbrennt alles. Runde 99, gepanzerte DDTs. Ich muss sagen, man müsste ja meinen, es ist sau spektakulär, wenn so eine, oh Gott, wenn so eine wenig geskillte Einheit das fast alleine hinkriegt. Aber ich find's ehrlich gesagt ein bisschen unspektakulär. Weil er kriegt zwar hin, aber seine Angriffe sind jetzt ja nicht so, dass du sagst, oh wow, das ist aber beeindruckend zum Zusehen. Der schießt halt da seine langweiligen Schüsse, er macht ein bisschen Schaden, das Feuer macht ein bisschen Schaden und am Ende mit Glück
greift der Superaffe mit an, macht 17.000 Schaden. Owen macht, weil das ist noch okay. Unter 100.000 Schaden, das kann man noch mitnehmen. Aber ich hab's ein bisschen spektakulärer vorgestellt und ein bisschen flashy. Alter, Owen, was tust du? Die greifen ihn schon in der zweiten Reihe an, also was soll ich da tun? Na gut, geschafft, Anführungsstriche. Aber, weil die haben nur 50.000 Schaden gemacht. Ganz ehrlich, das ist noch okay. Das ist noch im ertragbaren Rahmen. Ja, kriegt es der zweifach geskillte Zauberaffe hin, Runde 100 kaputt zu kriegen? Jein. Nicht viel Schützenhilfe, aber so ein bisschen, zumindest schadenstechnisch, was Slow Motion angeht, hat er eine Menge Schützenhilfe erfordert. Da mussten wir den jetzt wirklich spammen. War eine Erfahrung. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo lassen und dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.